Na, wo seid ihr? Da kommen sie. Wäre echt genial, wenn das wirklich funktionieren würde. Ja, da mache ich eine Sporenkolonie draus. Bin ich ein bisschen verrutscht. Aber... Naja, Sammelpunkt ist hier. Das sieht doch schon mal für mich nach einer recht passablen Verteidigung aus. Einfach mal einbunkern. So. Gut. Und dann gerade noch einmal das Ganze. Okay, jetzt dürfen Sie es doch gerne mal probieren. Das meine ich tatsächlich sogar wörtlich. Es würde mich jetzt erstmal interessieren, ob das so funktioniert. Was gegen die Luft. Sowieso, Stichwort Detektor. Ja. Schon mal gar nicht so schlecht. Du Sack! Wo sind die? Oder war das eventuell der hier? Man weiß es nicht. Gut. Okay. Kann natürlich auch sein, dass das hier oben was war. Okay. Bleiben wir doch erstmal auf diesem Level. Komm. Komm. Jo. So. Jetzt ist wieder Rohstoffe sparen angesagt. Hier sind noch zwei Drohnen. Mit denen würde ich dann ganz gerne hier unten zumachen, was mich nur ein kleines bisschen gestört hat. Overlord. Komm doch mal bitte her. Okay.
Effizient ist die Verteidigung auf jeden Fall. Dürfen sie auch gerne mal aus der Richtung kommen. Dann lohnt sich das noch mehr. Das möchte ich doch mal wissen. Na gut. Dann lassen wir das einfach mal dabei. Machen hier nochmal zwei Sporenkolonien. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich jetzt auch mal in Richtung Wächter. Also ich möchte jetzt mal eine kleine Offensivarmee haben. Einfach, dass wir zum Beispiel hier oben das Lager schon mal auslöschen können. Vielleicht sind hier ein paar neue Mineralien. Weil, wie ihr seht, hier wird das auch so langsam dünn. Und es sind zwar noch einige drin, aber... nicht mehr viele. Und deswegen möchte ich da ganz einfach jetzt mal so langsam in die Offensive gehen. Wir haben halt jetzt auch einfach zwei Verteidigungsringe, ne? Das ist auch unglaublich viel. Aber es hilft ja am Ende alles nix. So. Das sind 4, dann kommen wir auf 7. 9. Ja. Jetzt aber 9. Wie viel Vespin haben wir noch? Auch übersichtlich. Aber naja, gut. Panzer wäre halt auch schon mal ganz lecker zu haben, aber... naja, mit den nächsten 250 würde ich sagen, gehen wir hier in die Entwicklung. Ach, der ist noch nicht fertig. Gut, alles klar. Okay. Ja, halt dich zurück. Interessiert keinen. So. Das wird der Wächtertrupp. 500, 600. Zur Umwandlung. Du kannst dich einfach mal hier unten hinparken. Dann hätte ich gerne dich hier. Und dich hier mal für eine grundsätzliche Detektorenabdeckung. Man weiß ja nie. Evolution abgeschlossen. Evolution abgeschlossen. Okay. So, dann seid ihr die neue Gruppe 1. Wir erwarten 600 Mineralien. Beziehungsweise... so. Die Entwicklungen dauern lange genug. Jetzt erwarten wir 600 Mineralien. Und wir werden dann damit auch auskommen müssen. Der Rest, was hier rumliegt, das möchte ich als Reserve behalten. Das heißt, ihr seid die einzige Luftunterstützung. Naja.
Ich meine, klar, so eine Wächterarmee, die ist schon... Die hat schon ordentlich Kraft hinter den Scheren. Also... Sofern der keine allzu starke Luftabwehr in Form von Flugzeugen hat, sollte das machbar sein. Andererseits haben wir natürlich in der letzten Mission die Stärke des Psi-Sturm gesehen. Also da müssen wir jetzt so ein kleines bisschen aufpassen und uns im Notfall zurückziehen. Kamikaze-mäßig draufhauen, das wird hier nicht mehr funktionieren. Also zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Weil dafür fehlen uns schlicht und ergreifend die Rohstoffe. So. Kurz was trinken? Oder was zu trinken? Ich hab was zu trinken. Gut. Bulle Hits heute. Ich meine, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen. Ich bin sowieso ein Typ des Sommers. Ich mag es schön warm, aber 30 Grad lang auch. Ob das jetzt 35 sein müssen. Okay, wir sind out of his bean. Ein Grund mehr, jetzt auszuschwärmen. Dann müssen wir jetzt schön Stückchen für Stückchen vorgehen. Wie gesagt, lieber noch einmal mehr zurückziehen und die Einheiten regenerieren, als Stopp! Das muss ich beobachten, dass da alles gut geht. Ja, passt. Ich würde gerne den gelben Stützpunkt hier zerstören, um an die Mineralien zu kommen. Wieder 150 Rohstoffe. Okay. Wieder runter. Mit den Templern müssen wir direkt kurz einen Prozess machen. Da ist keine Aufschiebung geduldet. Ja.
Yeah, nein, 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 Trägerschiff, 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 Rückzug. Einmal bitte in die Luft. Und sowieso noch einmal in die Luft. Noch einen neuen Wächter brauchen wir. Freunde, unterschätzt mir die Träger nicht. Das sind ekelhafte Gegner. Das sind richtig ekelhafte Gegner. Hallo? Danke. Ja. Okay. Nochmal Glück gehabt. Die hätten uns jetzt ordentlich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen können. Und auf geht's zur zweiten Runde. Ja, da hatten die Gelben auf einmal eine richtig ordentliche Verteidigungslinie gefahren. Geht's. Okay. Sieht aus, als hätten wir es. Der ist ohne Energie, sehr gut. Verdammt große Basis. Aber wir dürften es haben. Die Mineralienzufuhr ist... Nein, sie ist noch nicht ganz gestoppt. Aber wir haben keinen wirklichen Spielraum mehr so langsam. Jetzt kommt der Grüne zur Unterstützung. Sollte aber ohne Chance sein. Schon. Scheiße. Ja.
Okay. Sind das Templer oder Dunkler? Ne, sind hohe Templer, keine Dunkler. Okay. Keine Energie, so will ich das hören, beziehungsweise lesen. Gut. Damit haben wir's. Dann, ich nehme sie alle mit. Auf. Unsere Streitkräfte. So. Okay. Der gelbe Stützpunkt ist zerstört. Gott sei Dank, möchte man sagen. Position halten. Das sind auch nur 1500 Vespien. Die Welt ist das auch nicht.